So, wir machen weiter. Wo bist du? Wart's doch mal ab. So. Lauft. Die ist mir sehr, sehr suspekt. Darf ich das nochmal wiederholen? Was genau fasziniert dich so an diesem Stein, Volker? Der Sagenstein stammt von einem alten Volk, Dave. Einer Generation niederer Gottheiten. So wie alle Artefakte, die ich für meine Kirche sammle. Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet. Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, wie die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Er ist Christus, der Aufklärer, der Bewahrer geheimen Wissens. Verabscheut Edwin dich deshalb, weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Christen wie Sie und Elfred glauben, dass es die Aufgabe Christi auf Erden war, uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Yaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viele Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen, den Selbstgeborenen, den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Ich finde sie sehr, sehr merkwürdig. Halt wachsam, wir werden beobachtet. Seid vorsichtig. Die sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen und Ohren. Jo, viel Spaß im Lurk. Ich finde sie sehr suspekt. Da ist es. Gleich da vorne. Was ist das für ein Turm? Eine Ruine aus römischer Zeit. Mein Diener fand sie verlassen und verfallen. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker brachten. Er war ein Priester? Das war und ist er. Die Bischöfe Englerlands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Plündert. Von oben bis unten. Bassem, halte draußen Wache. Das ist Werk. Den haben wir doch schon mal. Ist der Stein im Innern? Paul, ihn gut zu verstecken. Ist er das? Dein Diener Paul? Mein bester Freund. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln, du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Es ist ein Stein, Sigurd. Du jagst Schatten hinterher wie ein Verrückter, der den Mond anheult. Was zählt, ist der Sieg gegen Edwin und ihre Verbündeten. Das wäre mein Sieg gewesen. Mein wahres Ich zu erkennen. Mein Schicksal. Mein... Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldaten, Edwin ist hier. Mhm. Hami unterstrich Koffein. Ich glaube, ich habe eine Sucht verstärkt, XD. Das könnte sein, ihr ja. Der Dänen wagt es, mein Land zu besudeln. Halt ein, Eivor, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Hallo, Nashram. Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein
gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Gedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Gedricks Kopf. Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Bruder? Sind wir uns einig? Wir akzeptieren. Sag mal, nicht wir verraten ihn, er verrät uns. Nein! Macht sie nieder, keiner darf überleben! Was zur Hölle? Edwin flieht! Das war unsere Gelegenheit! Sag mal. Er hat das Wort gebrochen. Wir nicht. Was zur Hölle? Ich muss das gerade erstmal irgendwie verdauen. Ich töte dich. Lauf nur nach Hause. Ich töte dich. Ist das der Verrat aus unserer Vorsehung? Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. So stehst du also dazu? Ungeachtet deiner Versprechen? Ich bin dein Jarl und verfüge über Weisheit und Wissen jenseits deines Horizonts. Die Antwort eines Feiglings. Vergiss dich nicht, Ava. Oder du wirst die Konsequenzen spüren. Entschuldigung, das musste sein. Reicht. Spätestens jetzt wissen wir, warum Sigurd das Sagen hat. Du hast dich nicht unter Kontrolle, Wolfsmal. Wenn du das mit Basim klären willst, fordere ihn zum Holmgang. Falls nicht, folgst du mir, hörst auf mich und tust, was ich sage. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort. Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließ du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen. Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es. Gesundheit. Du schlägst zu mit der Wut Odins, doch du verfügst nicht über seine Weisheit. Das wird dein Verhängnis sein, Eivor. Komm, mein Freund. Wir müssen eine Schlacht vorbereiten. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Unser ganzes Leben lang waren wir eins. Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zu Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke.
Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich werde bald da sein. Sigurd, mein Bruder, du bist in deinem eigenen Sturm gefangen. Edwins Verteidigung ist geschwächt, aber ich könnte noch mehr tun, bevor ich Fulke treffe. Ich habe Edwins Verteidigung genug geschwächt. Ein Angriff aus dem Hinterhalt auf ihre Soldaten sollte der letzte Schlag vor der Schlacht sein. Ich bin gerade so ein bisschen... verwirrt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Verrat was mit Randvi zu tun hat. Aber... anscheinend nicht. Okay. So, jetzt nochmal. Hallo Nashra. Ich hoffe, dir geht's gut. Und für dich auch die Frage des Tages. Wann ist für dich eine Person schlau? Plus, zweite Sache. Falls du möchtest, wir sammeln bis Weihnachten noch Geld für das Tierheim Berlin. Also wenn du möchtest, kannst du dich gerne dran beteiligen. Wenn nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich habe gedacht, ich spreche das einfach mal ganz kurz an. Also insgesamt sind wir schon bei unfassbaren 120 Euro. Das sieht man da hinten oben. Was ich immer noch unfassbar finde. Also ich hätte eigentlich nicht mal mit der Hälfte gerechnet. Es ist sehr cool. Jo. Westlich von Oxenafort, südlich der Westvilla. Da müssen wir hin. Können wir da irgendwie in die Nähe porten? Nein. Okay. Was sind immer noch zwei Punkte? Okay. Ach so, okay. Aber ich glaube, das war jetzt der Verrat aus der Vorsehung, wobei ich es weniger ein Verrat aus unserer Perspektive sehe, als mehr ein Verrat, den Sigurd an uns begangen hat, weil er Basim vor seine Familie gestellt hat. Viel wichtiger für mich persönlich ist, ich bin eigentlich immer ein großer Fan der Assassinen gewesen, egal in welchem Teil. Hier finde ich die Assassinen gerade richtig scheiße. Oder ist Basim vielleicht gar kein Assassine? Sondern tut nur so. Das ist ein Gedanke, den würde ich gerne mal festhalten. Mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber ich habe das Gefühl, dass Basim irgendwas im Schilde führt, was nicht dem Kodex der Bruderschaft entspricht.
Das behagt mir gar nicht. Das behagt mir überhaupt nicht. Ah ja, und dass wir immer noch einen Flusswels benötigen. Das behagt mir auch nicht. Ich glaube, einer fehlt uns noch. Das sind Wölfe. Aua. So. Blöder Wolf. Da. Er hat gelacht. Siehst du, alte Freundin? Da vorne. Müsste auch gleich explodieren. Hoffe ich. Oder auch nicht. Da ist noch einer. Wir haben keine Zeit für philosophische Debatten. Nee, haben wir auch nicht. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Ich mach das, Fulke. Aua! Neue Leder. Ah, immer das neue Leder. Okay, bringe Ölkrüge zur Hauptstraße. Frage, ist es damit das da gemeint? Ich glaube ja, ne? Was war das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Ja, dann.
Mach dich bereit! Die Soldaten sind nah! Sie sind hier! Hami unterstützt Koffein. Schnell sind die aber nicht XD. Nee. Nee, schnell sind die wirklich nicht. Schnell sind die wirklich nicht. Die sind eher so von der langsamen Sorte. Toll. So, ihr steht gerade so schön beisammen. Danke. Ami unterstrich Koffein. Und der schläft bei der Arbeit. Ich hab's genau gesehen. Meinst du? Meinst du, der schläft wirklich? Vielleicht war es einfach nur eine... Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Vielleicht hat er auch einfach nur während der Arbeitszeit seine Augenlider von innen studiert. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, oder? Der hat sich einfach hingelegt, natürlich schlaft er. Ach so, na dann. Und was ist, wenn er einfach einen verstauchten Knöchel hat und nicht so lange stehen kann? Hami unterstrich. Biti da Valio, bitte. Aus einen Schnapp. Emir unterstrich Baschur. Das war nur Standbein, habt ihr das rote Licht lange nicht gesehen. Ach so. Und ja, ihr müsst einen Schnaps trinken. Ich habe gerade gesagt, ich habe keine Pfeile mehr. Wie lange habe ich durchgehalten? 20 Minuten?